16. Spielrunde. Der ASV Neudorf empfängt den SC Neusiedl. Der ASV Neudorf dominiert das Spiel von der ersten Minute an, ohne sich allerdings zwingende Torchancen erarbeiten zu können. Zweimal gibt es Elfmeteralarm im Strafraum, doch ansonsten neutralisieren sich beide Mannschaften. Nach der Pause ist es einmal mehr Alexander Lex, der sofort nach dem Wiederanpfiff auf 1:0 stellen kann. Danach gibt es gute Aktionen auf beiden Seiten, doch das 2:0 schießt der ASV Neudorf und wieder ist es Alexander Lex, der eiskalt ins Tor trifft. Aus der ersten wirklichen Chance schafft es dann Arthur Modor auf 1:2 zu stellen. Doch man hatte nie die Gefahr, die Angst, dass sich das Spiel zugunsten der Neusiedler wenden könnte. Und so ist es der kurz zuvor eingewechselte Robert Lovric, der nach einem Stangelpass von Laci Doka auf 3:1 stellt. Danach ist das Spiel zu Ende und die Neudorfer können mit ihren Fans feiern. Bei mir im Interview jetzt der Torschütze Robert Lovric. ASV darf jetzt den nächsten Neuzugang begrüßen, den Robert Lovric. 5 Minuten im Spiel und gleich ein Tor, ist das ein super Einstand? Ja, ich glaube schon, weil durch diese starke Leistung, die heute unsere Mannschaft geleistet hat, und dass ich ein Tor schieße, ist auch noch so ein Glücksfall, weil ich jetzt seit 2 Wochen verletzt war und auf dem kann man aufbauen, also auf dem Spiel. Kannst du dich kurz vorstellen, wo hast du bis jetzt gespielt? Ich habe meine Karriere angefangen bei FC Donaustadt, das dann fusioniert wurde und dann KSC Donaustadt geheißen hat. Dann bin ich in die zweite Landesliga zu SV St. Martin gewechselt und jetzt seit Jänner beim ASV Neudorf. Was sind deine Ziele mit der Mannschaft? Ich glaube, die Mannschaft hat Potenzial. Also ein paar sehr gute Spieler, beziehungsweise das Kollektiv ist sehr gut. Und dieser Saison wird es schwer, um einen Aufstieg zu spielen. Also wird sehr schwer, aber ich nehme mal, ich glaube, im nächsten Jahr können wir um den Aufstieg mitspielen. Dankeschön. Bitteschön.